Hallo und willkommen zurück zum Basic-Video zum Thema lineare Gleichungen in einer Variable. In diesem Video werden wir uns besonders damit beschäftigen, wie man Gleichungen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen löst. Wenn du dir noch nicht ganz so sicher bist, was diese Äquivalenzumformung ist, dann schau dir das Intro-Video 2 zu diesem Lernzyklus nochmal an. Zu Beginn hast du gleich mal deine Chance, dein Wissen unter Beweis zu stellen. Für jede richtig gelöste Gleichung erhältst du einen Punkt. Am Ende des Videos schauen wir dann, wie viele Punkte du erreichen konntest. Starte nun also damit, die Gleichung zu lösen. Drücke dazu auf Pause. Wenn du fertig bist, setze das Video einfach fort. Wenn du bei dieser ersten Gleichung als Ergebnis 23 erhältst, dann hast du richtig gerechnet. Das heißt, du hast einen Punkt erreicht. Falls du die erste Gleichung richtig hattest, dann schaffst du diese auch ganz sicher. Falls du bei der Gleichung vorhin noch Schwierigkeiten hattest, dann schaffst du diese jetzt ganz bestimmt. Drücke wieder auf Pause und setze das Video dann fort, wenn du fertig bist. Die Lösung der Gleichung x minus 26 ist gleich 25 ist 31. Wenn du zu diesem Ergebnis gekommen bist, dann gratuliere, dann hast du richtig gerechnet und du erhältst einen weiteren Punkt. Auch bei dieser Gleichung, b durch 9 gleich 5, kannst du dein Wissen unter Beweis stellen. Drücke auf Pause und setze das Video dann fort, wenn du fertig bist. Wenn du alles richtig gerechnet hast, dann erhältst du für b den Wert 45. Gratuliere, du erhältst einen weiteren Punkt. Eine letzte Gleichung gibt es noch für dich zu lösen. Wenn du diese auch noch schaffst, dann bist du ein wirklicher Profi. Drücke wieder auf Pause und setze dann fort, wenn du die Gleichung gelöst hast. Die Lösung dieser Gleichung hat den Wert 4. Wenn du dieses Ergebnis hast, dann sehr gut gemacht. Dann erhältst du einen weiteren Punkt. Bis hierher hast du 4 Punkte erreichen können. Schreibe dir auf, wie viele du erreicht hast. Wir brauchen diese später wieder. Jetzt hast du schon ganz viel alleine gerechnet. Ich glaube, es ist aber wieder Zeit, dass wir gemeinsam uns einer Gleichung widmen. Betrachten wir die Gleichung 3x plus 7 gleich x plus 21. Damit du dir das Ganze jetzt wieder etwas besser vorstellen kannst, habe ich das Ganze in unserem Modell der Waage dargestellt. Auf der linken Seite habe ich 3x plus 7 und auf der rechten Seite befindet sich ein x und 21. Lass uns nun also starten. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, habe ich bei diesem Beispiel links und rechts vom ist gleich einen x-Teil. Das heißt, ich muss zuerst alle x auf eine Seite und alle Zahlen auf eine Seite bringen. Wie wir bereits gelernt haben, steht vor dem x, wenn gar nichts steht, ein Plus. Für die Äquivalenzumformung benötigen wir die Umkehroperation. Das heißt, wir müssen ein x subtrahieren. Ebenfalls wissen wir bereits, dass ich alles, was ich auf der linken, auch auf der rechten Seite vom ist gleich machen muss. Das heißt, ich erhalte die Gleichung 3 mal x minus x plus 7 gleich plus x minus x plus 21. Nun fassen wir die Ausdrücke auf der linken Seite zusammen. Ich habe 3x und ziehe eines davon ab. Das heißt, mir bleiben noch 2x übrig. Auf der rechten Seite ziehe ich auch ein x von einem x ab. Das heißt, es bleibt mir dann übrig 2 mal x plus 7 gleich 21. Nun müssen wir versuchen, alle Zahlen auf eine Seite zu bringen. Das heißt, wir schauen, welche Rechenoperation vor der 7 steht. In diesem Fall ein Plus. Für meine Äquivalenzumformung benötigen wir wieder die Umkehroperation. Das heißt, wir müssen 7 subtrahieren. Das Ganze müssen wir natürlich wieder auf beiden Seiten vom ist gleich machen. Wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, bleibt nur mehr 2 mal x gleich 14 übrig.
Da zwischen der Zahl 2 und dem x ein Mal steht, müssen wir als Umkehroperation die Division wählen, das heißt durch 2 dividieren. Wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, erhalten wir für das gesuchte x den Wert 7. Wir machen wieder die Probe. Wir nehmen unsere ursprüngliche Gleichung. Diese lautete 3 mal x plus 7 gleich x plus 21. Und wir haben für x den Wert 7 berechnet. Um zu überprüfen, ob wir richtig gerechnet haben, setzen wir jetzt statt dem x die Zahl 7 ein. Das heißt, ich erhalte 3 mal 7 plus 7 gleich 7 plus 21. Wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, erhalten wir was? Genau, 28 gleich 28. Das ist eine wahre Aussage, also haben wir die Gleichung richtig gelöst. Jetzt hast du wieder die Chance, Punkte zu sammeln. Und zwar, indem du die Gleichung, die ich hier aufgeschrieben habe, 5y plus 4 gleich 2y plus 28, richtig löst. Drücke dazu auf Pause. Erst wenn du ein Ergebnis hast, setze das Video fort. Hier siehst du die Lösung der Aufgabe. Wenn du für y den Wert 8 erhalten hast, dann hast du alles richtig gemacht. Falls nicht, dann schau Schritt für Schritt, wo du dich verrechnen haben könntest. Wenn du das Ergebnis 8 erhalten hast, bekommst du auch hierfür wieder einen Punkt. Falls du bei der Aufgabe zuvor noch Probleme hattest, bekommst du nochmal die Chance, Punkte zu ergattern. Drücke wieder auf Pause, löse die Gleichung und wenn du zu einem Ergebnis gekommen bist, dann setze das Video fort. Den letzten Punkt in diesem Video erhältst du dann, wenn du als Ergebnis für die Gleichung den Wert 4 erhalten hast. Falls nicht, sieh nochmal nach, wo du dich verrechnet haben könntest. Kommen wir nun zum Punktestand. Wenn du nur 0 bis 2 Punkte erreicht hast, dann würde ich sagen, du siehst dir den Lernzyklus zum Thema lineare Gleichungen nochmal an. Dort erkläre ich dann auch in den Intro-Videos alles nochmal Schritt für Schritt. Wenn du zwischen 3 bis 4 Punkten erreicht hast, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, dir das Basic-Video nochmal anzusehen, nur um wirklich sicher zu gehen, dass du alles gut verstanden hast. Wenn du jedoch 5 oder 6 Punkte erreicht hast, dann möchte ich dir gratulieren, du bist schon ein richtiger Profi. Du kannst dir also als nächstes Video schon das Mastery ansehen. Abschließend möchte ich nochmal sagen, was wir in diesem Video alles gemacht haben, nämlich, dass wir Gleichungen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen gelöst haben. Bis bald und viel Spaß!